Hey Leute, Cramix hier, was geht euch, Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf diese zufriedenstellendste Kunst, wird dich entspannen, bevor du einschläfst, unglaubliche Talente Part 10 reagieren. Ich bin sehr gespannt, lass dein Like und dein Abo da, let's go mit dem Video. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt hier echt so entspannend wird, ob wir jetzt hier richtig relaxed werden. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Entspannung hier. Okay, oh, der macht so aus, was ist das, so ein Ton? So Tontöpfern oder wie das heißt. Das sieht schon clean aus, was der da macht, ne? Aha, so eine schöne Tasse. Look at this super cool Technik. Oha, sieht echt, oha, sieht richtig frisch aus. Lehnt euch einfach mal ein bisschen zurück, Leute, und entspannt euch. Mhm. Das ist so abstrakt, aber sieht irgendwie cool aus. So ein cooler Artwork-Style irgendwie. Auf abstrakt angelehnt. Oha, sieht aus wie so eine Muschel. Ich muss sagen, so dieses Glas, irgendwas so aus Glas herstellen, wenn das so erhitzt wird, dann formt man das so. Finde ich ganz cool. Also würde ich irgendwie mal gerne probieren, wie das ist. Aber gut, dafür braucht man irgendwie so eine Werkstatt. So, was wird das jetzt hier? Ist jetzt natürlich hier ein bisschen, wird hier wieder Spannung aufgebaut. Oha. Oha. Mashallah. Ich glaube, das wird ein Kuchen. Wobei Kuchen eher so ein Disrespect dafür ist. Ich glaube, eher Torte muss man das ja nennen. Und Törtchen hier. In so Linol oder wie das heißt. Das haben wir auch mal in der Schule gemacht, so Linol-Schnitzen. Ah, okay. Da hatten wir so Stempel gemacht im BK-Unterricht. Kennt ihr das auch, Leute, wenn ihr in BK damals, allein bildende Kunst wieder, wenn ihr da irgendwie was gemacht habt und ihr dachtet so, boah, das sieht voll gut aus, und dann kriegt ihr von eurem Lehrer so eine 3- oder so. War irgendwie jedes Mal gefühlt bei mir so. Einfach aus Blättern. Voll schön. Sieht richtig schön aus. Würde ich mir so an die Wand hängen. Ach, krass. Der hat einfach Freestyle wirklich so genau die Millimeter gemacht. Mhm. Auf Schattierung angelehnt gerade eben. Ich check das nicht, wie Leute so schön malen können. Ich habe da wirklich einfach kein Talent dafür. Aber ich würde mir auch jetzt nie so bei mir in der Freizeit denken, so wenn ich jetzt, keine Ahnung, nichts zu tun hätte und dann mir langweilig wäre. Ich würde mir jetzt niemals so denken, ich mal was. Also ich finde es cool, wenn Leute das machen. Das ist bestimmt voll beruhigend und cool und also besser als irgendwie nur
Fernsehen zu schauen oder so. Ist ein schönes Hobby. Aber ich würde es mir nie so denken, dass ich jetzt irgendwie mal was male. Wisst ihr, wie ich meine? Ah, die macht so auf Schönschrift angelehnt. Kyla. Mitchell uses ink and water. Okay, also mit Tinte und Wasser malt er jetzt hier was. Aha. Hä? Was wird das denn jetzt hier? Wird das ein Zebra? Ich glaube, ein Zebra wird das. Oh, auch sehr schön. Wie cool sowas einfach aussieht, ne? Ja, ist okay. Finde ich jetzt nicht so cool, weil es halt einfach so eine Form ist. Okay, er macht da jetzt hier die Kuchenverzierung. Wie schön die Leute schreiben, ne? Mal so richtig so verschnörkelt und so. Clean die Leute hier das machen. Happy Birthday. Sehr schön. Crispy Clean. Was ist das denn? Warum wird das denn so rot auf einmal, die Schrift? Wenn man das so länger zieht. LOL, das wird ein Vogel. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Can you guess how many circles? Oh, wie viele Kreise das sind, oh Gottes Willen. Ich sag jetzt einfach mal, gut, keine Ahnung, wie 400, 500. Ja gut, kommt drauf an, wie weit das jetzt nochmal. Ich sag jetzt 450. Okay, wir werden es nie erfahren. Sind schon sehr kreative Menschen, Leute. Weil ich das jetzt aber auch nicht schön finde. Also ich denke mir jetzt hier nicht so, boah, das brauche ich als Dekorationsobjekt. Also manche Bilder fand ich echt schön, die hier gemalt wurden. Aber es geht ja hier auch nicht unbedingt ums schöne Bilder machen, sondern es geht hier darum, ob die Sachen so satisfying sind. Also ob das einen so relaxed und so müde macht und so entspannt, wenn wir das hier schauen. Ach lol, das sieht so aus. Ach nee, hä? Gerade eben finde ich es fast aber sogar cooler aus. Was ist das denn? Das ist so eine Animation. Ah, sieht aber auch cool aus. Ah, krass. Der Atlas, den man gerade gesehen hat, das waren alle Farben, die es gab. Ja? Okay, Leute, das soll es aber gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch entspannt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crynex.